Servus Leute, willkommen zurück zu Super Mario Origins 3. Moment. Ja toll, jetzt. Meine Mutter hat vorhin gesagt, sie ruft mich an. Das ist 2 Stunden her. Hust, hust, ich bin ja so klug. Jedenfalls, ich habe mir einen neuen Stuhl gekauft heute, einen neuen Bürostuhl. Ich war nämlich mit meinem Stiefvater heute unterwegs im Möbelhaus, weil er hat auch einen neuen Stuhl gebraucht. Und da haben wir uns jeder einen Stuhl geholt. Sein Stuhl war in Aktion, war 50 Euro billiger und natürlich hat er mit der Verkäuferin rumgeflirtet so ein bisschen und die ist ungefähr mein Alter und naja, hat so ein bisschen versucht uns zusammenzuschweißen, aber geklappt hat es nicht, weil sie aktuell keine Beziehung hat oder besser gesagt keine Beziehung will. Und als wir dann zu Hause waren, weil meine Eltern kramen das Schlafzimmer um, alles von A nach B, Möbeljahr und so. Und da haben sie was gefunden, nämlich das hier. Ja toll, das hört, man hört es, aber man weiß nicht, was es ist. Das ist nämlich eine Zeitung, besser gesagt die Kopie einer Zeitung, einer italienischen Zeitung, vom 25. Juli 1991. Von der Zeitung, wie heißt die? Grado Vazanze. Also V-A-C-A-N-Z-E. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das heißt. Ich habe es nicht übersetzt. Warum habe ich das hier oder warum besitzen wir es überhaupt? Da ist nämlich ein Bild von uns drin, wo wir noch Babys waren und unser Vater uns mit dem Kinderwagen rumgeschoben hat. Vielleicht füge ich das Bild hier ein, aber nur vielleicht. Aber darunter steht natürlich was und da ich nicht Italienisch kann, habe ich es in den Übersetzer reingeschmissen. Das hat man jetzt gesehen und ich habe hier die übersetzte Version. Also da steht sowas ähnliches wie 3 Wiegen und ein Mann. Genau das Gegenteil des berühmten Films, in dem die Abenteuer dreier Junggesellen im Umgang mit einem Baby erzählt werden. Aber auch in diesem Fall mangelt es dem Vater von 3 wunderschönen Zwillingen im Urlaub in Grado dieser Tage nicht an Geschäften. Foto, Videofantasie. Das steht in diesem Artikel. Und da ist ein Bild von unserem Vater, wo er uns 3 im Kinderwagen herumschiebt. In Schwarz-Weiß. Von der italienischen Zeitung vom Juli 1991. Schön. Und das sind so, diese Geschichten des Lebens, die man, die einfach besser sind, wenn man sie in Let's Play erzählt, weil es ist einfach geil. Ich habe jetzt nicht gelesen, Manege frei oder so, oder Bühne frei. Ja, und so jemand wie Schmacki wird das nie erfahren, weil er meine Videos ja nicht mehr guckt, hust, hust, egal. Da verzichte ich lieber auf einen Hater. So. Du kannst die Gegner in dieser Manege nicht mit einem Sprung auf den Kopf besiegen. Und wenn Peach und Toad einen Pilz haben, dann können sie den Secret-Schlüssel nur dann ins Schlüsselloch stecken, wenn sie sich ducken. Achso, wenn sie einen Pilz haben. Achso, das heißt. Oh fuck, ich habe nicht aufgepasst. Ja, super. Ja, okay, mittig. Oh nein. Oh, ich bin gestorben. Oh, bin ich schlecht. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Natürlich, So, da lang. Also, was haltet ihr von diesem Zeitungsartikel? Ist schon irgendwie seltsam, dass sowas in der Zeitung kommt. Ja, wobei 1991, da war das noch spezieller als heutzutage, dass man Drillinge hat. Aber ich verstehe nicht, warum da Zwillinge drin stand, wenn wir doch Drillinge sind und auch 3 Kinder abgebildet werden. Egal. Jedenfalls mein Sessel, mein neuer, der ist richtig bequem. Weil, mein Alter ist ja zerkrackt. Ja, zerkrackt. Das ist ein neu erfundenes Wort. Hä? Ich kenne euch irgendwoher, ich weiß aber nicht woher. Oh. Jason Cooper, Viecher. Okay. Oh, gekillt. Die Musik mich an so ein bisschen an Disneys große Pause. Nein, du Hund! Vielleicht hätte ich warten sollen. Egal.
Jedenfalls habe ich schon mal meinen Sinn für dieses Video erfüllt. Und tatsächlich war das auch der einzige Grund, warum ich das Video hier gemacht habe, sonst hätte ich Neptunia aufgenommen. Aber das hier wird eher geguckt als Neptunia, nehme ich zumindest stark an. Also werden hier die wichtigen Informationen gesagt. Oder, toll. Oder sagen wir es mal so, die Dinger, die mir wichtig sind. Hau ab. Lalala. Weg mit euch. Steht alle nur im Weg. Wobei, bis man das Video sieht, da vergehen ewige Zeiten. Das Video kommt bestimmt erst im neuen Jahr. Und wir haben ja immer noch September. Oh, ich dachte, ich bin zu früh gesprungen. So, jetzt warte ich ein bisschen. So, jetzt. Nein, ich habe mir den Kopf angehauen. Warum geht das nicht? Muss ich noch länger warten? Eine ganze Runde? Und irgendwie bin ich in letzter Zeit wieder total auf dem Dragon Ball Trip. Beziehungsweise in diesem Fall jetzt Dragon Ball Z. Weil so nach und nach jetzt mich durchstöbert durch die Folgen. Und nur in Schnelldurchlauf, weil normalerweise, wenn ich mir ein Anime angucke, dann lasse ich mir Zeit dafür und will ihn genießen. Aber bei Dragon Ball Z ist das so, dass ich es eher durchrushe. Weil ich für Dragon Ball Z nicht so ein Interesse habe und naja. Je mehr Folgen Anime hat, desto langweiliger finde ich ihn. Deswegen mochte ich auch anfangs Detective Conan und One Piece. Und mittlerweile eben... du Sau. Mittlerweile eben nicht mehr. Haha, so sehr. Weil sie einfach viel zu lang dauern. Das ist einfach diese... Ja, wir zögern es künstlich raus, um Geld zu machen. Sowas kann ich nicht ausstehen. So... Jetzt sollte... Ah, die sind also tatsächlich unterschiedlich. Das heißt, ich muss hier warten. Oder? Oh, ja. Ja, das hier ist noch kürzer. Achso, da oben sehe ich ja jetzt das Dach. Nee. Okay. War einfacher als gedacht. Wenn jetzt wieder diese fliegenden Tötböller kommen. Mhm. So geldgieriges Peach nicht. Sie braucht kein Geld. Oh nein. Lalala, einfach nichts machen. Das ist die beste Devise. Ja, es muss doch... Ach so. Ich wollte schon fragen, das muss doch einen Sinn ergeben. Ah, Flower Power. Wie war das? Ja, so. Cool. Ah, Super Mario Bros. 1. Gut. Ich stelle mich immer so an, als ob es gefährlich wäre, aber es ist es nicht. Hau ab! Achso, deswegen ist die Spalte da, dass, falls man die Blume nicht hat. Ich wollte schon fragen, wie komme ich darüber, aber ja, Peach kann ja schweben. Was? Boing, boing, boing. Peach! Danke. Geil. Ich bin doch echt das Allerdümmste. Oh nö. Haut ab! Hört auf mich zu bedrohen. Warum sollte ich da in die Tür rein? Hm. Ach so, ah, ich verstehe. Die Tür ist dafür da, dass ich wieder zurückkomme. Okay, Schlüsselloch. Fehlt der Schlüssel dazu. Komme ich wieder zu irgendeinem Quiz oder so? Oh nö. Gut. Hallo, Schlüssel. Da ist er. Alles klar.
Das war nicht schwer. Wobei, ich sollte mein Maul nicht so aufreißen. So, was gibt's jetzt? Wieder Quiz. Ja, aber jetzt Challenge. Oh. Nee, jetzt habe ich keine Lust, Sound zu ändern. Sammle alle Ringe in den nächsten Raum. Gibt's ein Zeitlimit oder so? Oh, nee, aber es gibt Spaghetti Bolognese. Ja, das war doof. Ich hätte nicht warten, ich hätte schnell sein sollen. Warum muss die Musik so scheiße sein? Okay, okay. Da. Okay, gut. Shit! Oh. Lass doch los! Verdammt nochmal. Ja, ich habe nach unten gedrückt, weil ich dumm war. Ich hätte mich einfach fallen lassen müssen. Ja. Ja, shit. Ja. Muss man fix sein. Vielleicht sollte ich die ersten paar Ringe da links liegen lassen. Dafür, dass ich Speed auf die Beine bekomme. So, runterfallen. Runterfallen. Und gleich zum nächsten. So, hier warten. Shit. Ja. Oh Gott. Warum gehe ich nicht einfach ein paar Meter zurück? Ich stelle mich gerade echt blöd an. Das ist easy, aber ich bin zu dumm gerade. So, zack, 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 zack. Was mache ich denn da für Blödsinn? Das war... Wow, ich habe das Ding genau so getriggert. Da links ist eine Leiter. Warum sehe ich das erst jetzt? Das ist... Ja, das ist einfacher als gedacht. Und ich bin dümmer als erwartet. Ja, geil. Ja, ich habe schon von Anfang an verkackt. Wow. Ja, scheiß auf den einen Ring da unten. So, jetzt. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Wieso hat die Zeitung über mich berichtet? Hust du? Ja, geil. Ich bin total verblödet. Wow. Und so eine Weg macht nur Death Runs. Eigentlich traurig. Jetzt drehe ich um, genau. Und hier lang und da lang und yes. Warten. Gut. Lass doch los! Was ist los mit dir, Mario? Nein, warten. Genau. Geht doch, ist ja auch gar nicht so schwer. Was stelle ich mich so an? So, nochmal in normal. Ja, nochmal in normal. Ja, toll, lass die Münze da unten liegen. Kann ich euch jetzt schon killen? Ja, kann ich. Tatsächlich ist diese Musik leider auch scheiße. Oh Mann, was ist mit diesem Spiel? Irgendwie sind die Soundtracks hier echt dumm. Hau ab! Hallo? Danke. Also der Aspekt, der für mich in einem beim Spiel am wichtigsten ist, also die Musik, ist hier total im Arsch. Zumindest bisher. Ich hoffe, die Soundtracks werden noch besser. Weil bisher, das Spiel an sich gefällt mir zwar vom Spiel an sich, aber vom Soundtrack her ist es der mit Abstand schlechteste Teil. Mit riesen Abstand. Ich meine, ich musste ja jetzt schon andere Soundtracks verwenden, aber das Let's Play gerade mal begonnen. La 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 la. Hui. Hui. Schneller, wir haben nicht so viel Zeit. Osomas Lieblingsbeschäftigung, warten.
was mir persönlich nichts ausmacht. Aber trotzdem. Fette! Brauche ich nicht. Habe ich schon. La 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 la. Jetzt bin ich aber geldgierig. Her damit. Bis auf die, die brauche ich nicht. Komm her. Ach komm, das hätte doch. So, zack. Musik erinnert mich so ganz leicht an Kingdom Hearts. Ich weiß, sie ist nicht aus Kingdom Hearts, aber sie erinnert mich daran. An diese Pinocchio-Welt. Weil die hat auch so einen ähnlichen Soundtrack. Ich mag die Pinocchio-Welt übrigens nicht. Zumindest aus dem ersten Kingdom Hearts. In Kingdom Hearts Dream Drop Distance, da geht sie einigermaßen. Aber nur einigermaßen. Ich habe vor allem gestern wieder ein paar Sachen von A nach B gesogen, von meinem PC Richtung externe Festplatte. Und da habe ich mir Danganronpa angeguckt. Und ja, nicht das Let's Play, das ich gemacht habe, sondern es gibt davon ja auch ein Anime. Den habe ich mir angeguckt. Hey. Weil den finde ich ja auch an sich gut. Das Blöde ist, wenn man sich den Anime anguckt, kann man das Spiel eigentlich nicht mehr spielen. Also zumindest das erste Spiel der Reihe. Danganronpa 1, weil der Anime, die erste Staffel, basiert darauf. Soll ich? Ja, komm. Einfach mal als Test. Okay, das geht. Das auch. Das heißt, ich kann euch doch killen. Was ist denn das für eine komische Musik? Nö! Ja, ich hab's verkackt. Okay. Gut, perfekt. Nö! Nicht so viel! Hört auf! Boah! Wie zur Hölle werde ich hier nicht getroffen? Bin ich Gott gerade oder was? Ich hätte fest damit gerechnet, dass ich jetzt getroffen werde. Nein, so ein Mistvieh. Was zum... Warum bin ich hier getroffen worden? Was ist los auf einmal? Ah, lass mich raten. Nett. Achso, das wäre Munition gewesen, oder wie? Ja, herrlich. Ich hab's versemmelt, und zwar doppelt. Okay, Link. Vielleicht sollte ich euch mal killen da. Zumindest so viel wie möglich. Ja, herrlich. Brauche aber einen Schlüssel. Nein, kein normaler Sprung. Okay, da wieder mit Link. Kann ich zerstören. Oh, die Dinger, die geilen. Oh, ich kann darauf stehen. Ich kann sie nehmen. Moment, ihr seid diese Tweeter oder wie die heißen. Das sind diese Bälle, die hier Super Mario Bros. 3. Ich glaube, das soll sogar Lemmy darstellen. Von der Eislevel hier. Hau ab! Von der Eiswelt, von der sechsten Welt. Ihr wisst schon. Kann sein, dass das Lemmy da sein soll, aber ganz im Ernst. Mir persönlich ist es egal, wie die ganzen Viecher heißen. Diese Koopalinge. Hör auf! Oh, du hast... Wow! Overpowered Link! Zurück kann ich aber nicht mehr. Kann ich euch verbrutzeln? Hier komme ich nicht weiter, aber ist egal. Ah, okay. Ich hab's gecheckt. Was auch immer Link in so einer Spielzeugkiste macht, erinnert mich mehr so ein bisschen an Toy Story.
Oh, Mario ist geil auf Rubine. Er will keine Münzen mehr. Die Musik gefällt mir schon mal besser als die von zuvor. Wow. Okay. Ich hoffe, ich brauche ihn nicht. Da oben springt noch ein Einzelner rum. Shit. Schnell, schnell, schnell. Jetzt. Besiegst du alle Goombas an der Farbe, dann wirkt es so, als ob du einen Schalter aktiviert hättest. Probier es hier doch einfach aus. Im späteren Verlauf deines Abenteuers wirst du diese Funktion noch nutzen müssen. Okay. Ja, toll, aber wenn ich die alle kille, dann verschwindet doch der Boden, oder nicht? Ist das so eine Falle, die mir Final gestellt hat? Ah. Doch nicht. So gemein ist er dann doch nicht. Sieht schon cool aus mit dem Bällchen. Das erinnert mich an... Aha! Aha! Ich war verwirrt! Das erinnert mich an Super Mario Land 1. Ach komm, ein Durchgang noch. Nein, nochmal alles von vorn. Das hätte er sich echt sparen können, ganz im Ernst. Wie scheiße. Boah. Nochmal alles. Ah. Jetzt komme ich hier bestimmt nicht mehr No-Hit durch. Was zum? Okay, was soll's. Ich akzeptier's. Okay, das akzeptiere ich auch, wie auch immer. Ja, scheiß drauf, warum sollte ich das drücken wollen? Aha! Was für eine Kombi hier! Ja, dich hätte ich killen sollen, ach egal. So, euch rotte ich aus. Ich will niemand. Zack. Ball auf Ball. Ja, herrlich. Egal. Scheiß drauf. Kann Link auch erledigen. Aber die Drillinge da, die muss ich ausrotten. Ihr seid bestimmt die drei da aus dieser italienischen Zeitung da. Hust, hust. Vom, was war es, 25. Juli 1991. Hust, hust. Hab nix gesagt, hust, hust. Hau ab! Oh, Manni! Das da auch. Boom. Ob ich mich da zerquetschen könnte, wenn ich zu nah dran stehe? Wer weiß, wer weiß. Speedrun Tactics! So, Mario sammelt Rubine, weil er mal mehr Lust hat, als nur Geld zu sackeln. Ja, Geld zu sackeln. Ball auf Ball. Mit dem Controller ist wenigstens einfach, im Laufen einen Spin-Jump zu machen. Mit anderen Controllern eher weniger, weil ich dafür zu blöd bin. So wie man hier sieht. Spaghettis. Ja, einmal, zweimal, die Spaghetti sollen abhauen. Das Problem ist, jetzt bin ich klein. Haust du mal ab? Jetzt, ich warte. So, tschüss. Es ist immer noch da. Ach so, stimmt, ja, hier bin ich gestorben. Na, war ja was. Wobei, jetzt habt ihr eine angenehmere Flugbahn. Das von davor war verwirrend. Mittelpunkt! Lass mich raten. Ballkünstler. Ja. Kann sein, dass du ein... Wow, Bowser sein sollst oder so. Hau ab! Was zum... Oh, bin ich dumm. Ich hätte ihn abknallen können, aber nö.
Ja, ich will eigentlich den Pilz nutzen, aber... Ich trau mich nicht, weil der... mit seinen Bällen rumblödelt. Shit. Ja, ja, komm. Lass mich raten, da ist keine Blume drin. Doch, ist sie. Okay, das Problem ist, der Hintergrund ist natürlich so, dass ich schlecht sehen kann, wo seine Geschosse sind. Okay. Was zum Worte? Kann sein, dass es abprallt. Ich glaube schon. Wow! Moment, ich brauche einen anderen Rhythmus. Ja, toll. So vielleicht? Ja, so. Ja, das ist einfach. Noch eine Bombe. Na toll, jetzt. Moment, jetzt muss ich warten. So. Die Musik geht. Gib her! Oh. Wow, das war ein bisschen risky. Ich soll es auf die safe Variante machen. Aha! Tschüss! Ja, explodier du noch ein bisschen. Das war einfach. Und das war cool. Toll, da haben wir die Spielzeugwelten hinter uns gelassen. Warum es auch immer ein Peak ist, aber okay. Nächtlicher Ausflug. Das sparen wir jetzt fürs nächste Mal auf. Das war Super Mario Origins 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.